Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Heal Paladin gehen und wie bei den anderen Parler Specs habe ich euch das ja schon gezeigt, gibt es einmal hier diese schicke Rüstung und wenn wir alle 7 verschiedenen Herausforderungen abschließen, gibt es da noch einen Mount und zwar ist das ein Zaubervoliant, den können wir uns auch nochmal raussuchen. Zaubervoliant, da haben wir ihn. Seht ihr hier ein schickes Buchmount und wenn ihr dann alle 36 verschiedenen Challenges abgeschlossen habt, dann bekommt ihr auch noch eine Heldentat. Da bin ich aktuell noch ein bisschen dran. Fehlen noch, glaube ich, 5 Chars oder so. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir an, was wir beim Paladin machen müssen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir die Talente an. Danach einmal das Gear bzw. Sockel und Verzauberungen. Und als letztes dann noch einmal so ein bisschen die Consumables. Und dann schauen wir ganz am Ende noch einmal in den Kampf rein und da werde ich euch so ein bisschen die Fähigkeiten erklären bzw. die grobe Taktik, die ihr am besten spielen solltet. Fangen wir mal an mit den Fähigkeiten. Ich habe im ersten Tier Hammer des Lichts gewählt, dann vom Licht gerettet, dann blendendes Licht, das ist sehr gut, um Mobs zu CC'en, die Casts wirken, das werdet ihr später noch sehen in der ersten Phase. Dann unbeugsamer Geist, göttliche Bestimmung, Erwachen und Flamme der Zuversicht. Ich habe diese Talente in allen Phasen gespielt. Man kann hier einen Foliant nehmen und in verschiedenen Phasen immer hin und her skillen. Das funktioniert. Das Problem, was ich persönlich hatte, ich habe es dann immer vergessen und dann in der ersten Phase mit falschen Talenten gespielt und habe mich dann irgendwann so entschieden, ich spiele eine Talentset, dass ich es nicht immer vergesse umzuskillen und ja. Aber wenn ihr das Maximum rausholen wollt, könnt ihr in verschiedenen Phasen umskillen. Zum Beispiel in der letzten Phase macht es Sinn, hier Faust die Gerechtigkeit zu skillen, denn da habt ihr jetzt nicht mehr mehrere Gegner, die ihr zum Beispiel blenden müsst, dann könnt ihr dann einfach immer den Boss stunnen. Das ist eine schöne Sache, weil ihr da die Abklingzeit von eurem Stun ein bisschen runtersetzen könnt und Leuchtfeuer der Tugend kann in der letzten Phase auch ganz praktisch sein. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt das mit einem Talentsetz, ohne dass ich quasi geswitcht habe. Gut, dann schauen wir weiter zum Gear. Wie bei meinem ganzen Mage Tower Challenges habe ich es eigentlich mit ähnlichen Items gespielt. Und zwar immer mit diesen hergestellten Items. Die kann jetzt in dem Fall einen Schmied herstellen. Und hier ist es dann so, dass wir dementsprechend nochmal extra Sockelslots drauf haben, wie ihr seht. Da habe ich jetzt schön Indra eingesockelt. Und zusätzlich haben wir die Möglichkeit, wenn wir die Version herstellen, die auf Stufe 48 ist, man kann das mit so komischen Handwerksmalen quasi das Item-Level bestimmen, ob das jetzt 35er Item-Level hat, 48er, 54er, ne, das kann man dann festlegen. Wenn man die Items auf 48 herstellt, hat man den Vorteil, dass man da noch bestimmte Verzauberungen drauf machen kann und zwar nicht die aktuellen, die quasi auf nur wenigen Items sind, sondern halt wirklich fast jedes Item kann man damit verzaubern. Und da die Items eh im Mage Tower auf 50 gecapped sind, ist es besser, quasi 2 Item-Level zu verlieren, 1 für Stats, aber dafür eine Verzauberung drauf zu haben, die wesentlich stärker ist. Jetzt gehen wir die Items mal durch. Auf den Händen habe ich jetzt hier 15 Stärke drauf. Ist natürlich nicht so clever, da wäre wahrscheinlich Tempo oder irgendwas noch gegangen. Das habe ich halt von Vergelter und Tank noch drauf gehabt. Also da hätte man noch switchen können. Wobei ich hier einen 54er-Item hatte. Und das kann man tatsächlich dann nicht mehr verzaubern, außer mit einer aktuellen Verzauberung. Und die 15 Stärke sind quasi die aktuelle. Und ich war, glaube ich, dann zu geizig oder zu faul, dementsprechend nochmal eine 48er-Version mir zu craften oder zu kaufen, um dann halt nochmal zu min-maxen. Aber ganz so krass muss man es dann auch nicht machen. Übrigens, was ich drin habe, sind 3 Int-Sockel. Die waren relativ günstig im Auktionshaus. Es gibt welche mit 4 Int, die kosten aber meistens wesentlich mehr. Und da habe ich auch ein bisschen gespart. Auf dem Gürtel können wir, wenn der unter Stufe 50 oder genau Stufe 50 ist, noch eine Gürtelschnalle drauf machen. Dann kriegen wir nämlich noch einen Sockel mehr. Normalerweise ist ein Sockel auf dem Gürtel drauf. Mit der Gürtelschnalle, die kann ein Schmied herstellen, gibt es einfach 2 Sockel. Dann auf der Hose habe ich dann 3 Int und 2 Vielseitigkeit verzaubert. Das ist, glaube ich, wenn dann vom Lederer oder vom Schneider quasi eine, ja, so eine Bestickung. Dann auf den Schuhen habe ich 3 Mastery und ein bisschen Geschwindigkeit mitgenommen. Dann die Ringe sind jeweils 2 Ringe von Shadowlands Juve. Das hat den Vorteil, da kann man dann schön hier 2 Sockel mitnehmen auf den Ring und sich die Stats aussuchen. Ich habe hier mit Tempo und Mastery Ring gespielt und habe auch Mastery quasi verzaubert. Dann habe ich von den Trinkets einmal wie mit fast allen oder in fast allen Challenges mit der verheerten Samenkapsel gespielt. Die gibt es von Nitendra im Smart Grünen Traum. Können den allen Schwierigkeitsgraden abklappern. Die ist sehr gut in den allermeisten Challenges. Hier im
Heal in der Heal-Challenge braucht ihr nicht unbedingt. Ich werde die eigentlich nur einmal großartig sinnig einsetzen. Das werdet ihr später sehen. Theoretisch kann man sich hier auf 5 Paar Trinkets bauen und die jedes Ding switchen, aber ähnlich mit den Talenten. Dann vergisst man es einmal, vibe deswegen, weil man irgendeinen Kack gemacht hat. Und deswegen war ich faul und habe einfach dieselben Trinkets durchgefahren. Was ich alternativ noch dabei hatte, war der Geistereisendrachling. Den kann man sich craften mit einem Inji und da habe ich einfach dann Tempo und einen Versa-Sockel reingemacht. Teilweise habe ich halt von den Stats jetzt nicht die optimalen, weil ich halt mit demselben Gear auch Vergelter und Tankpaler gespielt habe tatsächlich. Also den kann man sich herstellen, die Sockel kann dann auch ein Inji herstellen. Das ist, glaube ich, aus Cataclysm Inji. Oder nee, es steht hier dran, MOP-Inji kann das bauen. Kann man auch alles Macher kaufen. Dann, was man sich auch Macher kaufen kann, ist Hochgeborenen Kompendium der wirbelnden Fluten. Das ist ein Item, was in BFA einen Inschriftenkundler herstellen kann. Ist sehr gut, gibt nochmal mit unseren Heilungen so ein kleines Schild auf den Verbündeten. Ist eine feine Sache und das kriegt man dann auch einfach. Also wenn ihr das nicht farmen wollt und einfach nur ein bisschen Gold ausgeben wollt, die beiden Trinkets sind fein. Ihr könnt aber auch mit jeglichen anderen Highlight-Trinkets einfach spielen. Dann habe ich mir bei den Waffen einfach die Account-Bound-Waffen geholt. Hier einmal mit himmlische Führung drauf. Wenn ich mir jetzt noch ein niedrigeres Schild geholt hätte, hätte ich das auch noch verzaubern können. Da wollte ich aber ehrlich gesagt nicht lostigern, extra nochmal eins farmen. Deswegen habe ich jetzt hier keine Verzauberung drauf. Dann auf den Handgelenken, die habe ich genau auf Stufe 50. Ist jetzt aber hier in dem Fall nicht so wichtig, denn wir können 15 Intelligenz drauf verzaubern. Das ist eine Shadowlands-Verzauberung, die können wir uns auch auf ein höheres drauf bauen. Aber ich hatte hier noch ein Item gekriegt, das quasi einen Sockel-Slot hat. Und da habe ich dann einmal einen Sondersockel reingemacht, und zwar das Krakenauge der Intelligenz. Das braucht nämlich ein Item, das genau Stufe 50 oder höher ist. Den kann man nur ein einziges Mal im Gear reinsockeln. Auf der Brust habe ich einfach 30 Primärwerte draufgehauen. Dann auf dem Umhang haben wir 6 Primärwerte. Da könnte man auch eine aktuelle Shadowlands-Verzauberung drauf machen mit, glaube ich, Ausdauer und Leech oder anderen Sachen. Vermeidung gibt es da auch. Ich habe jetzt einfach die Primärwerte genommen, um ein bisschen mehr Int auch zu haben. Dann haben wir einmal die Schultern. Da habe ich eine Inschriftenkundler-Verzauberung drauf gemacht mit 5 Intelligenz und 2 Crit. Wie gesagt, das könnt ihr nur drauf machen, wenn es auf 50 oder niedriger ist, das Item. Dann beim Hals habe ich einfach das Herz von Azeroth angelegt. Nicht, weil die Effekte gehen würden, die sind alle deaktiviert im Mage Tower, aber es hat 3 Sekundärsets drauf und das ist eine feine Sache. Und als letztes haben wir dann noch den Kopf. Da gibt es keine Verzauberung drauf. Es gäbe eine von der Ruffraktion, aber da müsste man eine Ruffraktion aus Wortel farmen. Und naja, das habe ich auch nicht gemacht. Also hier könnte man auch noch mehr min-maxen. Deswegen den 54er Helm hergestellt, dass man die 2 Item-Level noch mehr hat, weil ich quasi die Verzauberung da erstmal nicht herkriege. Hier habe ich dann einen Metastein drauf gemacht mit 3 Int und 3% Crit. Und dann nochmal hier Leviathan Auge der Intelligenz, das ist auch ein Sockel, den man nur einmal sockeln kann, der hat einfach 7 Int drauf. Gut, das ist soweit das Gear, das ich gespielt habe. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich beim Kill-Try, vielleicht habe ich die Samenkapsel auch gegen den Geisterdrachling getauscht, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, werden wir gleich im Try sehen. Gut, dann schauen wir nochmal die Consumables durch. Ich habe einmal gespielt mit Fläschchen der unendlichen Tiefen, das bringt tatsächlich da am meisten Intelligenz. Dann ein balsamiertes Öl habe ich gespielt. Aber noch ein bisschen extra Heilung. Ich hatte erst gespielt mit dem großen Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das gab es dann hier aber auf dem Server nicht mehr. Und dann habe ich gespielt mit dem Fläschchen der unendlichen Tiefen. Also das große Fläschchen bringt mehr Stats als das normale quasi. Aber das gab es hier nicht mehr, deswegen habe ich dann am Schluss mit dem kleinen gespielt. Dann habe ich mit dem Shadowlands Mastery Food gespielt. Ich glaube, Mastery ist gar nicht so gut für ein Parler, ich glaube Tempo war es hier in dem Fall. Das hatte ich nur über von den anderen Challenges, deswegen hatte ich das genommen. Und dann habe ich einmal mit einer Verstärkungsrunde gespielt. Und sonst hatten wir natürlich hier noch die Trommel der Wut dabei. Ihr könnt auch jegliche anderen Trommeln nehmen. Es ist zwar eine Heiler-Challenge, aber wenn ihr HT zieht, kriegen eure NPCs, die ihr heilen müsst, quasi auch HT. Und die machen dann halt ein bisschen mehr Schaden. Es schadet nicht, das mitzunehmen. Klar, was man noch dabei haben sollte, spiritueller Mana-Trank. Einen Heiltrank habe ich hier nicht mit rausgezogen, weil, nach der letzten Heiler-Challenge habe ich gecheckt, dass die auf demselben Global liegen, was eigentlich klar sein sollte. Und ich dann mal einen Heiltrank gezogen habe und dann gecheckt habe, ich kann keinen Mana-Trank mehr trinken. Ist als Heiler ein bisschen wichtiger. Gut, Spiel Main, aber kein Heiler, deswegen sei mir das verziehen. Gut, so viel dazu. Vorgeplänkel sind wir durch. Übrigens, wir haben jetzt 2 Flammen, die sollten wir dann auch drauflegen, dass wir das noch mitnehmen. Gut, ich würde sagen, wir starten einmal in
den Kampf rein. Ich habe das jetzt hier, leider habe ich meine Videoaufnahme gelöscht, aber über Twitch haben wir es noch mit dabei. Und ja, sobald ihr euch anmeldet, habt ihr insgesamt, ja, also ihr selber plus drei Teammates, einen Tank und quasi einen Hunter und einen Rogue dabei. Und am Anfang solltet ihr dran denken, die gleiche mit den Flammen zu belegen. Die große Flamme oder stärkere Flamme habe ich immer auf den Tank gelegt und die kleinere quasi auf den Hunter. Der ist nämlich immer ein bisschen weg. Den Rogue erwische ich mit so einer AE-Heilung dann leichter mal als den Hunter. Der flitzt nämlich teilweise irgendwo rum. Am Anfang kommt dann erstmal ein Armbrustschütze, also eine Welle. Und hier ist es so, dass der eigentlich nicht viel kann, außer diesen Schuss. Und wenn dieser Schuss durchkommt, muss man den instant dispeln. Wenn dieser Schuss quasi euch trifft und ihr den nicht instant auf euch runterdispelt, tickt der und saugt euer komplettes Mana weg. Das ist quasi ein Mana-Leech-Ding. Also da solltet ihr aufpassen, dass ihr den schnell tötet. Jetzt gucken wir mal, tun wir mal kurz pausieren. Das ist die erste Welle quasi. Der kann einfach nur normalen Schuss machen und diesen Pfeil. Wichtig an der Geschichte ist, ihr müsst dann halt immer irgendwen zwischen euch und wenn da haben wir jetzt zum Beispiel wieder den Pfeil zwischen euch und dem Schuss bringen und dann einfach vom Tank runter dispeln. Der macht auch relativ viel Schaden, wenn ihr den nicht schnell dispelt. Den zweiten Mob, den wir haben, ist quasi so eine Magier. Der ist jetzt hier gerade gestorben. Und dieser Magier macht nichts anderes, als so einen Arkanblast zu casten. Der castet relativ lang. Ihr könnt ihn interrupten mit einem Stun, mit dem blendenden Licht. Solche Geschichten sind möglich. Das Problem ist nämlich, wenn er diesen Cast durchkriegt, kriegt er jedes Mal ein Stack, dass er prozentual mehr Schaden macht. Heißt, mit jedem Cast, den er durchkriegt, macht er mehr Damage. Wenn er zu viele Casts auf einmal durchkriegt, der sitzt da wieder, Arkanblitz, hat er hier den Stack drauf, dann one-shottet er irgendwann. Deswegen solltet ihr zwischendrin den mal irgendwie interrupten. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier mein 4 eingesetzt. Das sind nämlich hier alle schön Untote und die können wir einfach wegfieren. Jetzt sind wir in der dritten Gruppe und hier ist es so, dass wir jetzt den Magier haben und noch so einen Melee-Mob. Und dieser Melee-Mob, der macht zwei Sachen neben Auto-Hits. Einmal macht er so ein Fokussieren, dann greift er meistens euch an. Das kann man, wenn dann einfach, ne, einfach wegraufen, ihn stunnen oder halt einfach durchtanken und dementsprechend ja, einfach gegenheilen. Und dann macht er den Messertanz noch, dann macht er einfach E-Schaden, das ist relativ heilintensiv. Ihr könnt diese Casts immer unterbrechen. Moment, jetzt machen wir mal kurz Stopp, weil hier wird es jetzt relevant tatsächlich. Ihr könnt diese Casts immer stoppen mit eurem 4, mit einem Stun, mit einem Desorientieren. Ihr solltet das aber in der dritten Gruppe, solltet ihr die Sachen am besten nicht rauswasten. Warum nicht? Weil die vierte Gruppe, da kommen nämlich dann drei NPCs und da wird es dann nämlich ein bisschen kritisch. Deswegen schaue ich, dass ich hier alles aufbewahre. So, jetzt hier am Anfang lege ich meinen Hammer rein, lasse einen Cast durch, der zweite Cast kommt und jetzt machen beide Mobs den Messertanz. Und hier haue ich mein Desorientieren rein. Wenn nämlich zwei Mobs ihren Messertanz durchcasten und er mit seinem Arkan-Ding durchballert, stirbt auf jeden Fall irgendwas. Deswegen müsst ihr echt abtimen, wenn die gerade den Messertanz anfangen, seinen Arkan-Dings fast durch hat, dann quasi unseren Desorientierungseffekt rein. Hier macht es tatsächlich auch Sinn, Heldentum zu ziehen und am besten ja noch große CDs. Hier kommen jetzt nochmal zweimal Messertanz, habe ich einen geviert von beiden. Jetzt werde ich quasi hier verfolgt von einem und ein anderer wird quasi von mir verfolgt. Hier habe ich dann einmal mein Handauflegen auf mich selber rausgehauen. Alternativ kann man da auch bubbeln oder man versucht halt wegzulaufen. Aber das ist hier tatsächlich der gefährlichste Part, zumindest in der ersten Phase. Jetzt haben wir nochmal zweimal den Messertanz. Da kann man jetzt nochmal eins dann. Einen könnte ich jetzt noch vieren. Habe ich jetzt in dem Fall irgendwie nicht gemacht, weil ich es nicht gecheckt habe oder den aufheben wollte. Und sobald dann quasi nur noch einer da ist, dann ist es relativ chillig. Ihr seht, ich habe hier quasi auch mein CD gezogen. Ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen, wie der genau heißt. Bin kein Parlamain. Also genau, die zornige Vergeltung habe ich hier gezogen. Ich habe hier halt quasi auch HT in der dritten Phase gezogen, sobald die drei Mobs kommen. Den Hammer habe ich rausgehauen und hier dieses Urteil des Lichts meistens auch noch rein. Das ist aber meine Fähigkeit vom nicht vom Schamanen, sondern vom Draenei, genau. Und ja, das macht einfach ein bisschen Schaden. Aber das habt ihr eventuell nicht. So, jetzt kommt die letzte Phase, die letzte Gruppe in der ersten Phase. Und hier ist es auch wieder so, dass wir drei NPCs haben. Und das Trickige ist hier so ein bisschen, dass ihr am besten
nicht den Caster rausnimmt. Sonst wollt ihr eigentlich mal gucken, dass ihr auf den Caster euren Stun draufhaut. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Messertanz hier von dem Soldaten einmal weggefiert habe, dass der schon mal rausgenommen ist und den Caster weitgehend durchcasten lasse. Die gehen eigentlich alle auf den Caster, HT läuft meistens noch und der stirbt relativ schnell. Das Schwierige hier in der Phase ist tatsächlich, dass ihr ein bisschen gucken müsst. Der Hunter, der portet sich immer ein bisschen rum, ihr müsst eigentlich von ihm hier weglaufen und dann kommt halt dieser Pfeil und ihr müsst halt schauen, dass die NPCs im Pfeil stehen, weil er teilweise dann sich auf die andere Seite portet, ihr irgendwie versucht von dem einen wegzulaufen, dann geht der Pfeil durch, ich habe keinen Mana mehr und ist Feierabend, ne? Also das kann dann nochmal ein bisschen tricky sein. Die schwierigste Gruppe ist aber definitiv die vierte. Die fünfte, da muss man noch ein bisschen aufpassen, da könnt ihr übrigens alle Cooldowns rausziehen, die ihr habt, also ihr könnt hier auch bubbeln, ihr könnt quasi auch den Mana-Pot hier schmeißen, theoretisch auch schon davor, wenn ihr Mana-Probleme haben solltet, alle Viers. Ihr kommt nämlich nach dem Mob hier, wenn der jetzt stirbt, aus dem Combat raus und könnt theoretisch alle eure Cooldowns abwarten. Also ihr habt unendlich Zeit, wenn ihr alles auf Cooldown habt und danach auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr quasi alles abwarten und dementsprechend mit komplett neuen Cooldowns in die nächste Phase gehen. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist Mana voll zu recken. Ihr solltet euch vielleicht, wenn ihr ein paar mehr Tries braucht, auch extra Mana Food mitnehmen, das jetzt kein Buff-Food ist. Ich habe das vergessen, habe immer mein Buff-Food hier noch gefuttert. Ist nicht weiter tragisch, ne? So, sobald wir hier vollgereckt sind, können wir einmal hier hinten reinlaufen. Und hier ist es dann so, dass unsere NPCs rausgenommen werden und wir quasi alleine lostickern. Wir können jetzt mal einen Ticken vorspulen. So, ihr seht, jetzt sind wir hier einmal gefangen und jetzt haben wir hier diese Augen außenrum. Und diese Augen müssen wir runterspielen. Wir haben gleich hier einen Timer dran. Ich glaube, 5 Minuten haben wir. Genau, 5 Minuten haben wir und jetzt müssen wir uns beeilen. Ich habe hier wieder diese zornige Vergeltung gezogen, lege die Weihe vorne rein und hau alle meine Range-Fähigkeit auf dieses eine Auge drauf. Warum gehe ich da nicht melee-technisch ran? Die pulsieren einen Haufen Damage um sich rum. Und das killt euch dann einfach. Ja? Also ihr solltet da eigentlich gucken. Wenn ihr sie tötet, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Wenn ihr die Dinger tötet, dann gibt es extrem viel Schaden. Also das macht 80%, seht ihr, oder ja, nicht ganz 80%, aber 70%, bisschen über 70% eures Lebens zieht es ab. Ich mache so, dass ich eins töte, dann die Weihe, oder ein bisschen abwarte, dass die rankommen, sobald das erste tot ist, die Weihe ziehe, meine Samenkapsel ziehe, dass sie alle gleichzeitig Damage kriegen, lauf dann einen Ticken weg, wart das den Ticken ticken und zieht dann meine Bubble und kann sie alle gleichzeitig töten. Das Ding ist, normalerweise spielt man es so, dass man quasi ein Auge tötet, dahin läuft, wo das Auge quasi gestanden ist, sich wieder hochhält, auf Range das nächste Auge tötet, sich wieder hochhält. Das dauert ewig, weil die Range-Fähigkeiten Abklingzeit haben und man mit nur den Range-Fähigkeiten quasi das eine Auge nicht oder ein Auge nicht instant wegratzen kann. Muss dann jedes Mal warten, deswegen habe ich es so gemacht, dass ich quasi alle Wecker Bubble ziehe, dann habe ich mir, also da spare ich mir richtig, richtig Zeit, weil am Ende wird es tatsächlich ein bisschen eng mit diesen 5 Minuten. Als nächstes haben wir dann hier so einen großen Dämonen und einen Haufen Fledermäuse. Die müssen wir einfach weckerehen. Die Fledermäuse, die stacken sich irgendwas hoch, umso länger die leben. Also die sollten schnell sterben. Da habe ich den Hammer benutzt für. Da habe ich nochmal meine Trainerfähigkeit benutzt und einfach nur drauf DPSen. Theoretisch kann man für diese Solo-Phase umskillen und ein paar mehr offensive Geschichten mitnehmen, also ein bisschen mehr Damage. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht gemacht, weil ich es sonst immer vergessen habe. So, hier ist es jetzt so, diese komischen Funken, die wenn man da ranläuft und die noch leben, dann machen die sehr, sehr viel Schaden und die werden auch immer wieder belebt. Also die sollte man einfach weghauen. Und hier ist jetzt wichtig, Moment, gehen wir nochmal kurz zurück. Also diese Funken sollten wir weghauen. Und hier ist es jetzt wichtig, wir können hier quasi einmal dieses Gitter aufmachen. Und jetzt sind hier verschiedene NPCs. Wir haben den ersten NPC, der läuft immer hoch und runter, den müssen wir dispeln. Den habe ich instant schon im Target genommen und gedispelt. Und diese hier müssen wir schnell hochheilen. Und hier ist es so, da kann ich euch eins empfehlen. Wir haben einen Zauber, der schimpft sich. Na gut, jetzt habe ich da natürlich ein Makro mehr gemacht. Ich habe mir nämlich lauter Mouse-Over-Makros gemacht, weil ich sonst nie Heil und auch kein Heil-Addon habe. Ne? Das kann ich vielleicht euch dann auch in die Infobox posten, falls ihr das haben wollt. Genau, Licht des Märtyrers, das kostet euch ein bisschen Leben, heilt aber ziemlich schnell, also es ist ein Spontanzauber, heilt ziemlich schnell ziemlich viel. Warum ist das relevant? Und zwar, diese NPCs, die wir jetzt hier haben, die verlieren die ganze Zeit Leben und ihr müsst die eigentlich instant hochziehen, wenn ihr da langsam heilt, dann müsst ihr x-mal draufhallen, wenn ihr die instant vollzieht, dann ist das eine schnelle Sache. Und wie gesagt, wir haben hier ein bisschen Zeitstress. Also wir müssen quasi den einen dispeln, der rumläuft, und die anderen drei, die müssen wir extrem schnell hochziehen. Also da können wir quasi auch
ja, unsere Instance Base benutzen. Dann haben wir jetzt hier so einen NPC, den wir töten müssen. Hier ist es so, dass das einfach so ein Caster ist, den wir von hinten schon kennen, aus der ersten Phase. Der schießt jetzt halt uns ab, zwischendrin müssen sich ein bisschen heilen. Hier beim ersten Mal, wenn er so einen Pfeil macht, hau ich einfach meinen Hammer drauf, leg hier nochmal mein Trinket rein, hau auch den anderen Hammer drauf, dass ich hier voll durch DPSen kann. Das Problem ist immer, wenn man einen Weihe legt oder irgendwas anderes, portet er sich wieder weg, das ist ein bisschen ätzend, deswegen warte ich halt ab, bis er seinen Cast wirkt und dann schmeiße ich alles hin, dass ich wirklich genug Zeit habe, ihn zu DPSen. So wird er sich dann gleich nochmal wegporten. Und wie man es eigentlich spielt, diese NPCs, die wir geheilt haben, die können wir quasi als menschliches Schild benutzen. Jeder Schuss quasi von denen, oder jeder Schuss quasi vom Boss kann durch einen aufgesaugt werden und dann verschwindet er. Also ihr habt maximal 3 Saugtypen. Ihr könnt natürlich auch das so machen, dass ihr Instant, Fiat, blendendes Licht, also theoretisch braucht ihr die nicht unbedingt benutzen, macht aber teilweise Sinn. Dann könnt ihr euch da hinten stellen, ein bisschen heilen. So, dann ist es jetzt so, dass wir wieder so ein Tor haben, das müssen wir aufmachen. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, diese Teile müssen wir wieder kaputt machen. Ja? Ihr könnt es auch mit der Weihe machen tatsächlich. Ich würde euch aber empfehlen, die Weihe aufzubewahren, hier oben. Und seht, wie der mich runtergelasert hat. Ihr müsst euch komplett voll heilen, bevor ihr reingeht. Und bevor ihr hier drauf klickt, legt nochmal die Weihe, dass diese Dinger, sobald sie spawnen, instant wieder getötet werden. Denn hier drin haben wir jetzt einen größeren NPC und diese Augen. Ich fiere den sofort weg. Und jetzt ziehe ich wieder meine CDs und gehe auf Range, quasi auf eins von diesen Augen drauf. Ja, ihr seht wieder, meine Range-Fähigkeiten haben alle Cooldown. Hau den um, jetzt spawnen hier so kleine Augen. Jetzt müssen wir uns gucken, dass wir uns schnell voll heilen. Dürfen nicht zu nah an die anderen Augen rankommen. Und ihn müssen wir so ein bisschen gucken, am besten viert ihr ihn nochmal. Er haut euch ein bisschen Casts drauf und lässt solche Augen spawnen, die so rauslasern. Wichtig ist, ihr solltet komplett voll sein, weg von den Laseraugen, weg von den anderen Augen, die ihr töten müsst. Und am besten ihn im Vier halten, dass ihr auf 100% live seid und erst dann solltet ihr diese Augen töten. Ihr seht, ich bin jetzt die ganze Zeit am Weglaufen und versucht das hier safe zu machen. Wenn ihr die im falschen Moment tötet, dann one-shottet ihr euch. Ne? Also hier solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr wirklich 100% voll seid, bevor ihr die Augen killtet, sonst killt ihr euch selbst. Also deswegen, unten habe ich die Augen mit der Bubble gekillt, das hat mir einen Haufen Zeit quasi gespart. Hier oben kann ich die Zeit dann nutzen. Ihr seht, jetzt bin ich fast gestorben, also das war schon eine knappe Sache. Alternativ könnt ihr unten die Augen auch einzeln töten und die Bubble hier oben benutzen, indem ihr quasi oben dann mit der Bubble alle Augen tötet, dann habt ihr es da leichter. Also das ist aber Geschmackssache, wie rum man es macht. Theoretisch hätte ich jetzt auch wieder Bubble ready. Wir können sie auch ziehen, denn wir haben nachher nochmal eine Phase, wo wir quasi aus dem Combat kommen, wieder die Cooldowns abwarten können und das alles easy ist. Ihr seht, jetzt habe ich hier die Bubble nochmal gezogen, macht das letzte Augen weg und jetzt habe ich noch 50 Sekunden. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ein guter Try gewesen. Jetzt können wir quasi diesen Dude hier umhauen. Wie gesagt, man sollte halt immer ein bisschen gucken, dass man aus diesen Strahlen rauskommt. Die killen eigentlich instant, aber die machen schon ganz gut Schaden. Man kann ihn übrigens auch stunnen, vieren, das habt ihr vorher schon gesehen. Ja, sonst wirkt er eigentlich nur noch solche Casts. Die machen jetzt nicht ultimativ Schaden. Wenn ihr halbwegs Leben habt, könnt ihr eigentlich auch nur durchziehen und euch so ein bisschen passiv heilen. Ne? Übrigens, wenn der Timer abgelaufen ist, habt ihr verloren. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorher das schaffen. So. Jetzt sind wir quasi in der dritten Phase fertig und jetzt kriegen wir gleich unsere NPCs wieder. Ihr habt jetzt hier Zeit, euch vollzurecken. Ihr könnt theoretisch alle Cooldowns abwarten. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, weil ich glaube, hier habe ich ein bisschen gewartet. Genau. Dann einmal quasi das Tor aufmachen, hier rein. Und jetzt ist es so, dass wir hier den Endboss stehen haben. Wir können aber nicht direkt gegen den Endboss kämpfen, sondern wir haben jetzt erstmal so ein kleines Vorgeplänkel-Event. Unsere NPCs, die wir jetzt haben, da müsst ihr übrigens dran denken, dass ihr wieder die Flamme draufsetzt. Ich habe es mit den Flammen wieder genauso gemacht. Ah, ich habe es doch dran gedacht, dass ich den Drachling quasi umgetauscht habe. Habt ihr gerade gesehen. Macht auch Sinn, in der letzten Phase irgendwo nochmal ein bisschen zu gucken, dass wir passiv Damage haben. Aber das werdet ihr am Ende gleich sehen, da wird es dann ein bisschen knapp. Gut, also Flamme haben wir draufgesetzt. Die bekämpfen sich nämlich jetzt gleich gegenseitig. Heißt, also ihr könnt so noch heilen, die NPCs. Und sie greifen sich aber gegenseitig an. Das Ding ist, wir müssen nicht nur diese NPCs heilen, sondern auch noch bestimmte Mobs, die der Boss spawnen. Und zwar der Boss geht in die Mitte und alle paar Sekunden spawnt er 3 Mobs, die zu ihm hinfliegen. Und diese Mobs müsst ihr quasi hochheilen, bevor sie den Boss erreichen. Wenn ihr das nämlich nicht schafft, dann konsumiert er sie und beschwört sie nachher nochmal. Und ja, wenn ihr ziemlich viele verkackt, dann werden halt auch sehr viele Mobs beschworen. Also ich habe jetzt wieder meine Zone für Geltung gezogen, hau hier dieses Märtyrer-Ding auf die Typen drauf und versuche die halt so schnell wie möglich hochzuziehen. Habt ihr gesehen, jetzt bin ich fast gestorben damit. Egal, ich ziehe mich wieder hoch und habe alle 3 hier in der ersten Phase geschafft.
Nebenbei muss man halt gucken, dass man wieder seine NPCs heilt. So, jetzt kommen schon die nächsten drei. Ich habe eigentlich immer hier links unten angefangen, aber das ist Geschmackssache, wie ihr das macht. So, die versuchen wir jetzt auch wieder möglichst schnell hochzuheilen. Auch wieder ein bisschen Kombination aus Märtyrer, unserem Instant Heal. Und den letzten hier, den lasse ich absichtlich durchgehen. Hat den Hintergrund, wenn wir einen durchgehen lassen, können wir nämlich später nochmal Mana recken. Wenn wir nicht einen durchgehen lassen, dann müssen wir direkt gegen den Boss kämpfen. Und ja, also einmal zu failen ist sogar gut. Am besten solltet ihr in der zweiten Phase einmal failen. So, jetzt kommen quasi nochmal drei von den Dudes, die wieder möglichst schnell hochheilen. Am besten kriegt ihr die alle, diese drei. Immer so ein Ticken Auge drauf halten, was ist mit euren NPCs. Und jetzt sind wir in der letzten oder in der sechsten Phase. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr alle neune hochgeheilt hättet, instant der Boss rauskommt und die Phase geht los. Wenn ihr einen verkackt, dann ist es so, dass ihr quasi hier ein bisschen, dass es einen Dialog macht. Ihr könnt einmal komplett vollrecken nochmal. Und ihr habt auch den Vorteil, dass ihr, ja, beziehungsweise Vorteil ist es keiner, aber jetzt kommt gleich nochmal so ein NPC. Und diesen NPC töten wir, also den wir durchgelassen haben. Bei mir hat er jetzt hier so einen Ticken gebuggt. Irgendwie haben meine NPCs nicht mit angegriffen. Viel kann der nicht. Ihr solltet am besten nicht euren Stun raushauen. Den können wir nämlich auf dem Boss nachher nochmal verwenden. Deswegen habe ich den jetzt hier einfach nur gefeiert. Warte, wir können ein bisschen vorspielen. Sonderlich tolles kann der nicht. Das sind die gleichen Fähigkeiten wie in der ersten Phase. Und sobald er getötet ist, kommt der Boss raus. Und jetzt wird es interessant. Wir ziehen hier einmal HT und versuchen maximal drauf zu DPSen. Ihr solltet an den Rand laufen, denn der springt euch immer an. Und da, wo ihr quasi steht, hinterlässt ihr diese Pfütze. Ja? Wenn ihr in die Pfütze reinlauft, kriegt ihr Damage. Alle paar Sekunden springt ihr euch an und legt eine weitere Pfütze hin. Das ist im Endeffekt ein Soft-Enrage. Wenn der ganze Raum nämlich voll gepfützt ist, habt ihr ein Problem. Die Pfütze macht komischerweise euren NPCs nicht großartig Schaden, aber ihr kriegt extrem Damage. Das ist die eine Fähigkeit, die der Boss macht, neben Auto-Hits. Und die andere Fähigkeit, ihr seht, ich habe einen Dot drauf. Und, oh, jetzt muss ich hier nochmal reinlaufen. Wenn der Dot ausläuft, dann kriegen die NPCs so viel Schaden, also alle NPCs, die wir hier haben, so viel Schaden, wie man selber noch als Restleben hat. Bedeutet, ihr solltet am besten so ein bisschen über 30% noch haben, weil wenn der Boss euch anspringt, kriegt er durch die Pfütze Schaden. Und, aber nicht über 50%, weil sonst, wenn der Debuff ausläuft und ihr 50% Leben habt, kriegen halt alle NPCs 50% Schaden und das müsst ihr halt erstmal wieder gegenheilen. Ne? Das ist eigentlich alles in der Phase hier. Man kann halt, wenn man sich selber zu voll geheilt hat, gibt es halt zwei Optionen. Option 1 ist, ihr geht her und geht nochmal in die Pfütze rein, dass ihr dementsprechend ein bisschen Leben verliert. Ihr könnt dieses Märtyrer-Ding benutzen, was ich ehrlich gesagt viel zu selten benutzt habe. Und ja, was es auch noch für eine Option gibt, weil halt relativ oft das gleichzeitig kommt, also dass der Debuff ausläuft, ihr seht, der Debuff ist kurz vorm Auslaufen und der Dude springt euch an, dass ihr ihn einmal stunt. Ja? Wenn ihr jetzt das Talent umgeskillt habt, dass ihr immer, wenn ihr quasi diese heilige Macht aufbraucht, dass der Stun-Cooldown ein bisschen runtergeht, dann könnt ihr ihn halt wesentlich öfter stunnen und das ein bisschen kontrollierter machen. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht gemacht, das geht aber auch so aus. Eigentlich wäre es jetzt gut gewesen, wenn ich hier noch hinten reingelaufen wäre, weil ihr seht, ich habe nicht mehr sonderlich viel Platz. Der Boss hat jetzt noch 34%. Kleiner Tipp am Rande, zwischendrin solltet ihr versuchen, immer so ein bisschen auf den Boss Damage zu machen. Eigentlich auch im Optimalfall eure Weihe legen. Ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Problem gehabt, hier das alles gegenzuheilen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz zugekommen. Hier hätte ich ihn jetzt nochmal gestunt. Dann kann nämlich mein Debuff auslaufen. Habt ihr gesehen, jetzt kann ich mich nochmal voll heilen. Und ja, einen kleinen Fitzel habe ich noch. 22% hat der Boss. Sieht jetzt nicht so gut aus. Das Schöne ist, als Paladin haben wir den Vorteil, dass wir auch noch eine Bubble haben. Und lasse ich den Debuff noch auslaufen, Bubble einmal hier. Und der Boss ist jetzt relativ weit unten. Wir können uns jetzt, während wir Bubble haben, eigentlich komplett voll heilen. Beziehungsweise nochmal alles raushauen, was wir haben. Ich habe jetzt leider auch keinen Mana mehr. Und ja, das Gute ist, wir können uns selber sterben lassen, denn der Kampf ist erst verloren, wenn die NPCs sterben. Wenn ihr selber sterbt, ist es kein Problem. Wenn er noch ein paar Prozent nur am Ende hat, wie es jetzt bei mir der Fall ist, und die NPCs nicht rippen, dann habt ihr quasi trotzdem den Kill geholt, obwohl ihr gestorben seid. Ihr solltet aber halt erst Geist freilassen, drücken, wenn die den wirklich getötet haben und der Dialog ansetzt. Wenn ihr es vorher macht, kann es halt sein, dass es nicht zählt. Bei mir hat es tatsächlich gezählt. Ich habe es dann auch nachgeguckt im Achievement. Und ja, das ist es eigentlich soweit, was ich euch raten kann. Wie gesagt, ihr könnt es ein bisschen vermeiden, dass es bei euch am Ende so eng wird, indem ihr ein bisschen mehr drauf DPS vielleicht doch noch umskillt und den Stun mitnehmt.
dann könnt ihr auch noch die Overlaps ein bisschen cleaner spielen tatsächlich, aber sonst klappt es tatsächlich so bei mir und ja, dann wünsche ich euch viel Glück bei eurem Kill, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.